Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, und schon läuft Tom Preiler. So, dann starte ich einfach mal durch mit Tom Preiler. Ich habe das erste Level schon mal so ein bisschen angespielt, deswegen weiß ich so ungefähr, wo ich jetzt hierher laufen muss. Nachteil ist jetzt, ich habe leider keine Waffe. It's better not to touch anything here. Was noch ein Nachteil ist, man kann das jetzt nur per Tastatur spielen. Ich habe mal versucht, den PS4-Controller anzuschließen, aber es wird leider nicht unterstützt. Ihr müsst ja ein kleines Nachsehen mit mir haben, wenn ich mal so ein bisschen so irgendwo vorboller. Lara, good to see. I'm sorry, but we figured something out. Okay, das Thema hätten wir jetzt auch mal abgeschickt. Ah, X ist Steuerung. Ah, hier kann ich nicht suchen. Okay. Liegt hier irgendetwas Wertvolles? Okay, hier vorne im Schrank ist auf jeden Fall etwas drin, das weiß ich. Wunderbar zu erkennen mit der Lupe. Hier ist auch noch ein Regal. Nochmal abchecken. Gut. Aber wie ihr seht, von der Grafik her schon sehr, sehr nett gemacht. Sehr atmosphärisch. Irgendwo hat mal einer das Wort atmosphärisch. Oh, was ist das denn? Kann man da tauchen? Hier haben wir eine Tür, kann man die öffnen? Nein. Ich geh einfach mal hier rein, mal gucken, was passiert. So, wie kann man denn tauchen? Ah, so. Mit der Alt-Taste. Aber hier scheint nichts Weltbewegendes zu sein. Oder hier, mit X kann man irgendwas aufsammeln? Nein, kann man nicht. Okay. Tauchen wir nach oben. Press Control. Machen wir das mal. Oh. Ah, ja. Vielleicht den Tisch noch. Kann ich die Werkbank noch ein wenig zur Seite schieben? Muss man das bringen? Ja, einfach mal nur so zum Testen, denke ich mal. Jetzt habe ich hier die Area frei. Okay, also von meinem ersten Mal bin ich einfach so durchgerannt. Und habe hier so die einzelnen kleinen Gänge gar nicht abgescheckt. Da vorne blinkt was, da gehe ich auch mal hin. Hier ist nichts. Da ist eine Tür. Oh, da war ich glaube ich vorhin auch nicht drin. Das werde ich jetzt mal nachholen. Ah, ist das hier Laras Zimmer? Ich vermisse die Welt. Ja, okay. Kann man hier am Rad drehen? Nee. Okay. Ja, die Türen kann man nicht öffnen. Aber diese kann man öffnen. Dann gehen wir mal hier durch. Checken mal die Lage. Also lässt sich doch recht gut steuern, die Lara. Also ich spiele natürlich lieber mit dem
Controller als mit der Tastatur, aber ich muss sagen, es funktioniert relativ gut. Genau, den Schalter habe ich vorhin betätigt. Dann geht da ein Lämpchen auf. Und hier noch ein Medipack. Genau, und dann muss ich hier wieder hoch. Einmal zurück und jump. Ja, Lara soll auch rennen können. Ich weiß allerdings nur nicht, welche Taste. Oh, es kommt eine Cutscene. Jetzt aber schnell, Lara. Oh, noch ein Unglück passiert. What's going on? What's going on? Ja, Baby. Run, Baby, run. Lara, was hast du getan? Lara. Und die bösen Drohnen auch noch. So, werde ich mal abspeichern. Weiter geht's. Oh, hier ist heiß, hier ist heiß. Oh, schnell weiter. Schnell weiter. Da hoch? Nee. Dass man da auch hoch kann. Doch mal lieber schnell weg vom Feuer. Aaron? Anyone? Ja. Oh. Oh, oh. Cool gemacht, also richtig gut gemacht. Also dafür, dass es jetzt nur so ein... ja, so eine Fan-Programmierung ist. Richtig klasse, ne? I gotta get out of here. Na, geh doch weiter. Ups! Ach, deswegen wolltest du nicht weitergehen. In weiser Voraussicht. Oh, jetzt oh, ich werde vergiftet. Nein! Okay, okay. Ja, mit der Tastatur ist es nicht ganz so einfach. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Jump. Wie war nochmal Jump? Jetzt hoch. Schnell hoch, Lara. Renn. Renn. Ah, schnell lauf. Ich muss noch ein bisschen Energie verloren. Eigentlich mein Plan. Komm, geh hoch. Ich meine, selbst die Treppe hier ist gut gemacht mit der Vertiefung. Sonst waren die Treppen immer nur so eine. So grafisch aufgemalt, sag ich mal. Also ich muss sagen, richtig gut gemacht. Ja, ich glaube, das wäre schon Level 1 gewesen. Ja, und das sollte auch für den ersten Einblick erstmal reichen. Da kommt eine kleine Cutscene und dann wird Lara gleich in Level 2 landen. Ja, die letzten paar Szenen genießen wir noch. Ja, wirklich richtig gut gemacht. Grafik toll, lässt sich gut steuern, auch mit der Tastatur. Story immer gut, Lara sieht hübsch aus. Ja, was will man mehr? Man hat alles für ein gutes Spiel. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!